Heute nehme ich euch mal mit zu unserer winterlichen Abendroutine. Naja, so ganz Winter ist es jetzt nicht mehr, aber es ist schon noch saukalt, würde ich sagen, im Februar. Und ich nehme euch jetzt mal mit in den Stall und ja, wir bereiten alles vor. So, ich habe jetzt hier gerade die ganzen Halfter gefunden, die irgendwie alle hier unten hängen. Ein ganz schönes Chaos. Ich brauche mal neue Halfterhalter, habe ich beschlossen. Ich muss das alles hier mal ein bisschen schöner herrichten. Die Pferde toben, dem Baby geht super. Wir räumen jetzt gleich mal auf. Als erstes darf Candy und Baby hoch und dann nehme ich euch mal mit zu meiner Fütterung, zu meinem Alltag und mache heute mal alles mit euch fertig. Also kommt mal mit. I'm so sorry. Sie wurde ja operiert und ja, sie ist zum Glück wieder fit. Ihr Zahnloch wächst gut zu. Ja, jetzt hoffen wir, dass es dann bald komplett verheilt. So, nachdem alle jetzt in ihren Boxen sind, gibt es jetzt noch das Futter. Das Futter für die Pferde. Das ist leer. Wir müssen erst einen neuen Sack holen. Es gibt gute Pferde. Es gibt keine bezahlte Kürze mehr. Was für ein Oje. Hat der Papi keinen neuen Sack gebracht? Dann gibt es heute mein Ruhr-Mineralfutter. Das ist auch super. Dann haben wir unser eigenes Mini-Spezial-Extra-Mineralfutter für Minis und Ponys entwickelt. Was so ein Elemente, Mineralien enthält. Es gibt einfach kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Wir haben es auch mit Blutbilder von unseren eigenen Pferden entwickelt. Also es ist wirklich was Gutes. Es duftet. Wow. Und die Pferde lieben es. Es sind auch extra so kleine Pellets. Extra ideal für kleine Pferdchen. Kann man das auch großen Pferdchen füttern? Ja, bei mir kriegen es auch die ganzen großen. Also es ist auch sehr gut für große Pferde. Die Deckel lecker. Hunger haben die ganzen Pferde. Hunger haben sie. Okay. War heute noch nichts in den Boxen. Wie gesagt, da war das Futter immer schon in den Boxen vorbereitet.
abendliche Fütterung übernimmt eigentlich noch unsere Mama. Aber heute bin ich dran. Wie lange brauchst du dann abends immer so, bis alles aufgeräumt ist? Für eine Stunde? Eine Stunde braucht man schon. Nur für die Zwerge oder auch für die Großen? Nur für die Zwerge, die Großen, die Ziegen, die Hasen, die Meerschweinchen, die kleinen Tiere, alles. Alles komplett ist dann gemacht. Wir warten gerade auch sehr gespannt schon unser nächstes Baby von Pandora. Wir haben schon alles hergerichtet, jetzt schon eine Strohbox, die Kamera läuft, der Alarm ist bereit. Wir ziehen hier jetzt dann auch an, jetzt frisst sie gerade noch. Da überwachen wir sie auch schon fleißig, denn bald ist es soweit und Pandoras Baby wird kommen. Ich bin schon so gespannt, sie ist richtig von einem Champion-Hengst aus Frankreich, ein Schimmelhengst. Also da bin ich echt sehr gespannt, was rauskommt. So, die ganzen Pferde sind gefüttert, jetzt fehlt noch Duke, Paquito. Für die Großen muss ich noch das Futter herrichten und dann geht's weiter. So, hier haben wir unsere Futterschüssel für die Großen. Wir haben drei große da. Und Paquito, da kriegt die Kleine. Heute gibt es lecker Mäsch. Mäsch und Möhrchen. Schön gerecht aufteilen. Das ist jetzt gekocht leer. Brauchen wir schon wieder einen neuen. Leer ist das. Während das Mäsch jetzt einweicht, gehen wir mal zu den Kleintieren, denn da geht die Versorgung weiter. Die habe ich jetzt heute schon gemistet, also die sind eigentlich schon sehr gut versorgt. Schauen wir mal. Ja, es sieht ganz gut aus. Es gibt jetzt noch ein bisschen Heu für die Kleintiere. Wir kriegen das Samerberger Bio-Heu, extra gutes Heu. Heu für die Kleintiere. Wasserläpfe sind voll, Gemüse haben sie noch. Ich hole noch aus dem Haus ein bisschen Fenchel, haben wir noch Paprikas, Äpfel. Also die Kleintiere werden auch sehr, sehr vielfältig ernährt bei uns. Frisches Wasser ein bisschen Stroh haben sie hier. Haben sie eine ganze Strohecke zum Knabbern als Knabberecke. Die Häschen haben ein eigenes Klo. Mineralfutter gibt es auch für die Meris. Und dann knabbern sie alle so süß. So süß. Schreiten Sie herab, Milady. So, die Kleintiere sind versorgt. Jetzt gibt es noch Möhrchen für die ganzen Pferde. Alle kriegen gute Möhrchen. Mal riesen Säcke. Hier. Erst für die ganzen Minis gibt es noch was. Mit Leinöl. Mit Leinöl gibt es das. Lecker, lecker. So, wir schneiden die Möhrchen immer ein Stückchen. Dann über die Möhrchen gibt es noch schön Leinöl. Die Filmerin wurde etwas angespritzt und dann verteile ich diese fantastischen Möhrchen mit Leinöl an die Pferde. Jeder kriegt eine Handvoll. Eine Handvoll Möhrchen für jeden. Yippee! 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 Yippee!
großen. Die können noch ein paar ganze dazu haben. Zumindest noch genügend. Da. Öl. Da. Eventuell. Oh, Mia hat auch eine erwischt. Mia, schmeckt das? Unsere Hunde werden komplett vegetarisch ernährt. Also nur Gemüse. Nee, Spaß. Spaß. Hat. Hat. So. Das Mäsch ist fertig. 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 Haben die immer denselben Platz? Wir haben immer denselben Platz. Das ist Wolli, hier ist Paquito und die anderen hinten. Hinten. So. Small Bird, hi! Was mache ich jetzt mit Paquito? Versorgt. Jetzt holen wir schnell Duke und Paquito, die stehen heute hier unten. Duke steht natürlich jetzt, während die Stuten langsam wieder rostig, nicht in der Herde, weil gerade seine eigenen Töchter und so, die sollte er nicht decken. Das wäre dann absolute Inzucht und Paquito leistet ihm aktuell Gesellschaft. Vanilla war ja immer davor bei ihm, aber die ist jetzt dann auch hochträchtig. Deshalb steht Paquito bei ihm und mit den beiden fahren wir jetzt dann eh auf Show. Hallo Duki! Und deshalb ist es eh gut, wenn die zusammenstehen und sich gut vertragen. Oh, irgendwer hat dem Paquito hier das falsche Halfter mitgebracht, aber das ist kein Problem für uns. Hier ist ja alles abgezäunt und die Pferdchen können nicht aus, sonst bitte nicht nachmachen. So, die kleinen Scheißekins. Hallo Oma! Man schickt den Duki gar nicht. Gut. Jetzt kommt noch unser Mann im Hause. Tada-tada. Oh, ihr habt schon alles zugekommen. Sie wurden vergessen. Die ganzen Stuten freuen sich. Oh ja, heute ist groß. Der Mann im Haus. Yuki ist geschorkt, weil sie auch bald auf die Equitana geht. Deshalb hat er auch die Decke an. Weil es doch noch frisch ist, aktuell ist eine dünne. Wenn es kälter wird, die dickere. Haben wir auch hier und ja. Alle Pferde sind jetzt versorgt, nur Sparky. Zu dem fahre ich jetzt dann noch hin an den Reitstall, für ihn ein bisschen. Und ja, jetzt geht es weiter zu den Ziegen. So, jetzt haben wir wirklich gute Nacht, Pferde. Oma, es ist alles versorgt. Ach, das ist Gemüse für die Meerschweinchen. Ich habe die Meerschweinchen versorgt, aber... Ich leg's mal drauf. Paprika und Gurken und alles habe ich gekauft. Ui, grüne Sachen. Soll ich's hinlegen? Wow, fantastisch. Für morgen? Das gleich wird dann noch ein bisschen was. Also gut. Heute hat hier schon viel Arbeit hier mit den ganzen Viechern. Oh ja. Hier haben wir noch die zweite Heuhaufe für Gänsel und auch immer frische Äste für unsere Pferde, damit sie schön knabbern können. Und hier ist die Wälzfläche. Da schütten wir jetzt dann bald wieder frischen Sand auf, damit die Pferde einfach einen schönen Wälzplatz im Paddock haben. Hallo Geistinis! So, hier sieht man jetzt mal, was ich meine. Das Wasser ist komplett klar und sauber, aber es gibt trotzdem frisches Wasser für die Geistinis. Weil verwöhnt. Na, ihr, gestern haben wir hier übrigens auch komplett ausgemistet. Hansi! Komplett alles frisch und sauber gemacht. Das schaut schon wieder so aus, diese Geistens. Wie mistet ihr? Geht ja nicht mit dem Apple, mit dem Mistboy. Wir haben ein Rechen und haben so einen Laubbläser, mit dem wir immer alles auf ein Eck blasen. Das ist echt total witzig. Misten mit Laubbläser? Misten mit Laubbläser, das ist echt next level. Hansi ist noch geschoren mit seinem Klinikaufenthalt, aber... Und geht's echt wieder gut. Er ist echt fit, gell, Hans-Wurst? So, jetzt gibt's noch ein bisschen Warmer-Zeug. Wir haben für die Ziegen auch zwei verschiedene Heusorten. Das ist das Hammerberger Bio-Heu. Und das ist unser Pferdeheu. Das bekommen sie komplett gemischt. Das ist ideal. Hier ist einfach noch ein hoher Kräuteranteil. Da kriegen sie aber weniger, weil sonst wird's zu viel. Aber da sind sie super scharf drauf, schon immer. Diese Geißen.
viele rauchen, aber die Geißen sind echt frech zueinander. Können Ziegen zu dick werden? Ja, aber unsere haben echt gute Figuren, muss ich sagen. Also wir haben das gut im Griff und die haben auch viel Bewegung. Rauchen. Somit ist es echt schön verteilt, muss ich sagen. Und praktisch zum Füttern. Freddy, Pauli! Wie oft am Tag fütterst du? Zweimal am Tag. Also die kriegen frühs und abends Heu. Und dann gibt es für jede Geiß noch Mineralfutter. So. Für Freddy will sich sein Mineralfutter abholen. Pauli. Jeder eins. Hansi. Hansi. Oi. Freddy. 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 Erwischt. Erwischt. Sehr gut. Gewusst wie. So. So, jetzt gehen wir noch zu den Hähnchen. Ach ja, die Hunde. Die Hunde habe ich vorher schon gefüttert. Tatsächlich zeige ich euch die Fütterung heute nicht. Die Hunde kriegen jetzt heute nachmittags einfach nochmal Fleisch von uns. Und auch der Wauwau-Chihuahua? Der Chihuahua kriegt ein Löffelchen Fleisch. Und jetzt schauen wir mal nach den Chickens, ob sie noch wach sind. Chicken, seid ihr noch da? So, jetzt gibt es ein paar Mehlwürmer. Oh mein Gott, ich liebe nicht Mehlwürmer. Wir waren am Faschingsumzug und da sind Leute tatsächlich als Proteinbar gegangen und die hatten Mehlwürmer dabei. Die wollten mir die geben, da habe ich gesagt, sie sollen selber essen. Und dann hat die Frau die Mehlwürmer selber gegessen. Ich war schockiert. Das war eine heiße Chick. Das war eine richtig heiße Chick. So. Dann schauen wir mal. Das ist natürlich nur ein Snack als Leckerli. Aber so kriegt man seine Chickens ganz schnell sehr, sehr zahm. Chicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 sind schon im Bett. Das ist auf jeden Fall Marani. Marani geht's wieder gut. Marani geht's wieder gut. Sie war so krank und schon ganz, ganz nackig, aber ihr geht's wieder gut. Sie ist wieder topfit und schaut mal dieses schöne Federkleid an. Das hätte auch keiner gedacht. Das ist mein Rosi-Huhn. Rosi ist schon ein wahrer Filmstar. Gell, Rosi, du bist auch gut genährt. Ja, Rosi spielt auch schon in einem Kinofilm mit. Der kommt dieses Jahr raus. Also echt, und das sind schon unsere eigenen Nachzuchten hier alle. Blue Earring. Unsere ganzen eigenen Nachzuchten. Ei. Jumping Chicks. Bei den Hühnern ist es ganz praktisch, sobald es dunkel wird, gehen die eigenständig in den Stall. Das heißt, ich muss sie nicht einräumen. Ich zeige euch den Stall mal. Und da haben wir sogar eine Zeitschaltuhr, die dann zumacht, sobald es dunkel wird. Also echt praktisch. Nicht so wie die Pferde. Die Hühner gehen alleine in den Stall. Sehr gut erzogen. Schauen wir mal, ob schon welche im Stall sind. Weil es fehlen ein paar. Da sitzen schon die ersten Hühner. Hallo, hallo, hallo. Na, eine harte Nacht gehabt und heute früher ins Bett. Stall, haben sie noch Futter? Oma hat schon die Eier geholt. Es sieht super aus. Ja, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen, die Abendroutine. Ziemlich spannend auf jeden Fall, was so passiert. Ihr seht, ganz schön viel Arbeit, auch im Winter. Gerade wenn man Wasser schleppen muss, weil alles gefroren ist draußen. Also wir haben hier unten halt kein Wasser. Hier muss ich die Eimer runterschleppen zu den Hühnern, zu den Ziegen raus. Im Sommer fällt das weg. Das ist mir lieber, aber bei den Pferden haben wir zum Glück alles selbst trinken. Naja, also macht es gut, noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss!